Hi Leute, ich habe von Zoeva, keine Ahnung, vor 2 Tagen oder so, was zugeschickt bekommen. Und zwar diese Zoeva Strobe Gel in 3 Farben. Einmal in Halo, Corona und, oh Gott, Aureole. Auf jeden Fall hatte ich das halt so gezeigt, die Swatches und so. Und da meinten voll viele, ey, mach ein Video. Ich finde das selber total interessant, weil das ist ein Highlighter, aber komplett in Gelform. Richtig cool. Und die Swatches waren schon mega, mega gut. Und die haben das zusammen mit dem Pinsel hier geschickt, der 110 Face Shape. Ich denke, das soll man damit machen. Also ich trage gar keinen Highlighter. Ich trage übrigens auch keine Lashes, wie man sehen kann. Das ist total ausgelaufen, weil mein beschissenes Auge tränt. Manchmal hat man so Tage. Wie gesagt, die Swatches waren schon mega krass. Also dieses Zeug ist so cool. So ganz anders als das, was man sonst kennt. Jetzt werdet ihr nicht viel sehen. Aber ich würde sagen, probieren wir es mal aus. Könnt ihr das sehen? Kennt ihr diese Slimies? So. So, was ist das? Ich finde, man kann deutlich einen Unterschied sehen zu hier und hier. Ich hoffe, ihr könnt es auch durch die Kamera sehen. Was mir gleich auffällt, ist, ich hatte ein bisschen Bronzer aufgetragen und ein bisschen Blush. Ich finde, man kann jetzt zu stark die Übergänge sehen. Was ich hätte machen müssen, ist erstes Strobing Gel auftragen und dann den Rest. Das fühlt sich richtig nass an, aber es lässt sich super einfach verblenden. Was mega interessant ist, könnt ihr das sehen? Ist auch mega interessant. Ich würde jetzt einfach mal auf der Seite weitermachen. Also es fühlt sich richtig nass und kalt an. Richtig interessant. Und ihr könnt sehen, wie leicht es so auch auf der Haut ist. Lässt sich super schnell einarbeiten. Was Highlighter ausmacht, ne? Eben sah ich so richtig flach aus im Gesicht. Und jetzt richtig so wach bin ich. Gib mir mal noch ein bisschen was über meine Augenbraue. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das so auf der Foundation ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann euch mal ein bisschen näher ranholen. Komm. Könnt ihr das sehen? Ein bisschen fleckig ist es, obwohl ich mein Gesicht nicht gepudert habe. Gut, ich habe natürlich Blush und Bronzer drauf. Das ist ja Puder. Also ich finde das Ergebnis mega natürlich, sehr, sehr schön. Ganz anders als so ein Puder-Highlighter, wie zum Beispiel das von Becca. Und ganz anders als die ganzen Creme- und Flüssig-Highlighter, die ich zu Hause habe. Also es ist, ja, es ist ein Gel, klar, aber auf der Haut ist es auch nochmal ganz anders als meine ganzen anderen Highlighter. Was ich jetzt interessant finden würde, dadurch, dass ich ja schon einen Bronzer und einen Blush drauf habe, sprich Puderprodukte, finde ich, hat sich das auf dem Puder nicht so schön verteilt, obwohl ich verstehe und weiß, wie das eigentlich aussehen würde. Also ich würde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wenn ich meine Foundation auftrage und dann direkt mit dem Strobing Gel weitermache, dann kann ich mir das Ergebnis mega gut vorstellen. Wisst ihr, so ein richtig frischer Look, ein bisschen Foundation, nicht mal Foundation oder so eine getönte Tagescreme und dann mit so einem Ding oder mit einem Schwamm so auf die höchsten Stellen des Gesichtes. Dieses Ding wäre mega nice, weil das wirklich ganz anders ist als alles, was ich so zu Hause besitze. Das Tolle ist, dass riecht nach gar nichts, also es ist komplett geruchsfrei. Ich rieche jetzt auch nichts irgendwie Chemisches raus. Manchmal ist es ja so, dass wenn die Make-up-Produkte nicht parfümiert sind, dass sie dann oft nach den Inhaltsstoffen riechen, sage ich jetzt mal. Und das ist so wirklich eigentlich gar nichts, als würde ich normale Luft riechen, was ich sehr, sehr angenehm finde. Ich bin super froh, dass das gar nicht parfümiert ist. Und also ich habe übrigens die Farbe Halo benutzt, weil das so, ja, zu meiner Haut am besten passt. Dann gibt es hier noch Corona. Könnt ihr das sehen? Richtig Jelly. Jelly, Jelly, Jelly. Ist doch echt interessant, oder? Was mir jetzt zu dem Highlighter noch einfällt, ist, der trocknet. Also der bleibt nicht nass und so gelig, sondern der ist jetzt fast, ja, der ist eigentlich wie Puder. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist die Haltbarkeit? Das ist schon interessant. Ich kann mir vorstellen, dass sowas schneller weggeht. Ich weiß es nicht. Zu der Haltbarkeit schreibe ich euch nochmal was in die Infobox. Und wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem Produkt habt, dann schreibt diese super gerne in die Kommentare. Ich finde das Zeug ziemlich cool. Also es ist jetzt ein First Impression und ich finde es nicht schlecht. Ich müsste es definitiv nochmal anders ausprobieren, als wie ich es jetzt gemacht habe mit den Puderprodukten.
darunter, dann ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Muss man halt gucken. Manchmal kann es ja funktionieren, aber manchmal ist es dann doch eher fleckig. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.